Well, it's one for the money, two for the show, seven to get stuck, you go ho. Ja, unglaublich, bereits zum 7. Mal stehen wir hier vor dem Palais de Festival in Cannes, während der Cannes Filmfestspiele, um die Gurke des Jahres, the Cuke of the Year, für den schlechtesten Film des Jahres zu verleihen. Für die, die zum ersten Mal mit dabei sind, vielleicht kurz zur Erklärung, wie wird der Gewinner ermittelt? Ganz einfach durch die größte Jury der Welt, denn jeder kann mitbestimmen, jeder kann Filme vorschlagen, jeder kann seine Stimme abgeben hier auf der Internetplattform www.cuke.it. Und kurz vor der Veranstaltung stehen dann 10 Finalisten fest und einer davon bekommt dann die Gurke mit einem Backerl per Post zugesendet. Und wie jedes Jahr steht auch heuer wieder ein großes Motto über dieser Verleihung und heuer bietet es sich an, den Geburtstag von John Carpenter zu feiern. Seinen Runden. Er wird nämlich heuer 70 Jahre alt und noch dazu haben wir 40-jähriges Jubiläum von einem seiner bekanntesten Filme, nämlich Halloween. Und bevor der Nebel des Grauens jetzt noch ein bisschen dichter wird, würde ich sagen, wir holen uns noch einen her, der muss dabei sein. Er ist Initiator von Q-Kids, Andreas Auinger, der Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten, Space Tours Mission Eva. Heute kann man ihn auch Snake Plissken nennen. Und er hat sie mitgebracht, die Trophäe. Escape from Rostock, gestohlen von A-Number-One Martin Jost und hergebracht mit dem Cabby. Sind ein Haufen Leute dabei draufgegangen. Jetzt interessiert mich eines. Wer bekommt das Teil? Ja, der Nebel des Grauens wird noch dichter. Ich würde sagen, wir schauen uns schnell die 10 Finalisten an. Ja, da sind sie auch schon, die 10 Finalisten. Einer davon hat gewonnen und einer weiß es, nämlich Gerd Hood, John Carpenter, Look Alike. Und er hat auch eine Weisheit des großen Regie-Altmeisters mitgebracht. Lieber Gerd Hood, wie schaut's aus? Immer wenn ich auf meine unabhängigen Filme zurückschaue, sage ich, mein Gott, ich kann nicht glauben, dass wir das geschafft haben. Was aber die großen Studiofilme angeht, so denke ich gewöhnlich, ich kann nicht glauben, dass ich das überlebt habe. Wie auch immer, die Gurke des Jahres 2018 ist Geostorm. Na, wer sagt's denn, der diesjährige Gewinner, ein katastrophaler Katastrophenfilm? Ja, dann würde ich sagen, es bleibt nur noch eines zu sagen, nämlich I love you all. Oh. Gratulation zum Glückwunsch. Du, Andreas, aber eine Frage habe ich jetzt noch. Ich meine, John Carpenter, 70 Jahre, Halloween, alles ganz klar. Nur was hat Elvis mit John Carpenter zu tun? Naja, John Carpenter hat einer der besten und frühesten Elvis-Biografien gedreht. Und wer hat Elvis gespielt? Kurt Russell. Ah, quasi du? Ja. Big Trouble. In Little China.